Die Dunkelheit gefährdet unser aller Leben. Die letzten Bäume haben wir gefällt. Komm, Ben, die Dunkelheit kommt jetzt immer früher. Die Dämonen werden wach. Sie trieben es auf die Spitze. Keiner wollte nachgeben. Sie haben nichts mehr zu essen. Keinerlei Medikamente. Wie sollen sie dann überleben? Jetzt leben ein paar Reiche auf die Kosten derer, die sich nicht wehren können. Die Schatten, sie kommen immer näher. Sie strecken schon die Arme nach uns aus. Glaubst du, es ist mir leicht gefallen? Denk an die Prophezeiung. Nie hätte ich mich auf so etwas einlassen dürfen. Wenn du es nicht tust, dann verlierst du alles. Nur sie ist die Auserwählte. Nur sie kann uns vor der dunklen Seite retten. Warum hat sie mir nichts gesagt? Ich bin keine Auserwählte und will auch gar keine sein. Wie kann man an etwas glauben, was schon lange nicht mehr da ist? Ich weiß auch nicht, wohin die Reise führt. Aber wir müssen Mut haben, diese Reise mindestens einzutreten. Du wirst mein Sohn sein? Du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Benja, ich habe mich geändert. Konnte das Böse nicht mehr tragen. Ich hasse diese komplizierten Aufträge. Wir müssen irgendwas verändern, sonst wird es irgendwann keine Menschen mehr geben. Wer möchte in die Ursprungswelt? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Entschuldigung, was soll ich tun? Ihr solltet diese Astrolabe einweisen. Aber wohin denn? In die Quarantäne, Tadeus! Wir sagen ganz einfach, Felix ist nicht echt und computeranimiert. Ihr habt ja ein Vogel. Lauter Fickenuss, wo man hinschaut. Kleine. Achtung, jetzt wird's gleich laut. In 3, 2, 1. Ich muss Präsidenten anrufen, weil der Präsident muss den Notstand ausrufen lassen. Sabarina, bin du das? Eine Friedensgöttin sozusagen. Was macht ihr hier eigentlich? Wir tun das, was zu tun ist. Dein Herz ist kalt. Lass das Eis schmelzen. Stell das Gleichgewicht wieder her. Ich fordere dich zum Kampf heraus. Es war einmal wie kleine Vogel. Vogel! Ach du Heilige Schmorn!